L'Austria ha commemorato l'80° anniversario dell'annessione del paese da parte della Germania nazista il 12 marzo 1938, sottolineando la responsabilità congiunta nei crimini del nazionalsocialismo e lanciando un appello a vigilare contro il razzismo e l'antisemitismo. Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha ricordato: Meine Damen und Herren, Österreich hat Mitverantwortung für die Gräueltaten des Nationalsozialismus. Österreicherinnen und Österreicher waren nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen und Täter, oft in führenden Positionen. Österreich hat sich mitunter sehr spät zu dieser Verantwortung bekannt und wird das auch in Zukunft tun. Gli ha fatto eco il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Österreich hat lange gebraucht, um sich seiner Vergangenheit offen und ehrlich zu stellen. Wir haben erkannt, dass Österreich nicht nur Opfer, sondern auch Täter war und dieser Erkenntnis auch konkrete Taten folgen lassen. Doch wir müssen uns auch ehrlich eingestehen, dass Österreich zu lange weggesehen hat und erst spät seiner historischen Verantwortung bewusst geworden ist.